Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kerbal Space Program. Ja, und in der letzten Folge haben wir ein bisschen Geld gemacht, um diese lustige Mission durchzuführen. Wir erinnern uns, wir wollten eine Mondbasis starten. Und diese Mondbasis hat ein paar Voraussetzungen, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Warte kurz. Ich habe den Zettel hier. Nein, habe ich nicht. Toxic Blade hat nichts mit Kerbal Space Program zu tun. Gut, bestens vorbereitet. Ich gehe noch mal ganz kurz raus. Wir gucken uns die Mission an. Schön. Läuft ja wieder. Missionszentrum. Da haben wir es. Aktive Missionen. Baue eine Orbitalstation um Moon. So, besitze eine Einrichtung, die mindestens 8 Kerbals unterstützt. Neue Station mit Antenne, Andock, Luke und Stromerzeugung. 4000 Einheiten Flüssigtreibstoff auf der Station. 10 Sekunden lang Stabilität halten. Bringe deine Station in die Umlaufbahn von Mun. Gut, wir brauchen 2 Piloten. Und wenn wir das Ganze abschließen, dann kriegen wir gut Geld und auch ein bisschen Prestige. Und wir haben in der letzten Mission ein bisschen Geld gesammelt. Wir müssen jetzt die Startrampe noch upgraden. Das war, glaube ich, das Problem. Das kostet uns 282.009. Überleg. Weil das Problem ist, wir sind leicht zu schwer. 457 Tonnen. Ja. Gut, das heißt, wir müssen erstmal noch was Lukratives machen und dann gucken wir uns doch mal die Meilensteine an, weil die Meilensteine, die helfen uns eine ganze Menge. Auftrag abgeschlossen, Meilensteine, da haben wir es. Okay, wir haben in der Umlaufbahn von Moon einige Sachen gemacht, das können wir alles mal löschen. Weil wir gucken uns jetzt mal die Übersichtskarte an und überlegen uns mal, was können wir als Meilenstein denn so erreichen. Und was mich reizen würde, wäre mal zu einem der... Eve ist verschwunden. Ach, da hinten ist er. Entweder nach Duna oder nach Eve zu fliegen. Da schauen wir doch einfach mal, ob wir da vielleicht was bauen können. Und wir gehen einmal ins Weltraumzentrum und bauen einfach mal eine Rakete mit massiver Reichweite. Und schauen mal, wie das wird. Weil da haben wir doch Lust drauf. Also, wir wollen nicht landen. Das heißt, wir können einfach nur eine Kommandokapsel nehmen. Wir nehmen diese hier. Und da machen wir Folgendes dran. Wir machen einen Hitzeschild. Zack, der ist zu klein. Nehmen wir den hier. Der ist auch zu klein. Hä? Haben wir keine Hitzeschilde erforscht? Gut, wir gehen anders da dran. Kommandokapsel, Stufe 1. Da kommt dann eine Crewkabine dran. Hilfsmittel, Crewkabine, zack. So. Da haben wir noch die große Crewkabine, die hilft uns aber nicht. Wissenschaft. Wir nehmen mit das experimentelle Lagermodul. Und das lassen wir ein bisschen in der Rakete verschwinden. Einfach nur, weil es dann ein bisschen besser aussieht. Mobiles Forschungslabor. Zu Forschungssachen kommen wir später. Wir machen hier jetzt erstmal das Übliche, nämlich einen Fallschirm oben drauf. Dann bekommt das noch einen Radialfallschirm rechts und links. Zack. So, und damit wir unsere Crew nach Hause bekommen. Und wir brauchen Bremsfallschirme. 4 Stück, ja. So, haben wir hier irgendwo einen Ein- und Ausgang dran an der Crewkabine? Nee. So. Das sollte uns an Fallschirmen definitiv genügen. Wir hätten ganz gerne... Ja. Das wird unser Wiedereintrittsapparat. Zack. Damit kommen wir auf jeden Fall irgendwie nach Hause. Dann nehmen wir einmal Kopplung
Zupf. Und dieses Mal bauen wir die Rakete wieder komplett ohne Timelapse. Ich will das immer so ein bisschen variieren, mal so, weil der eine oder andere, der genießt doch diesen Baumodus. Und da will ich dann nicht der Böse sein. Nee, damit hat es nichts zu tun. Aber ich respektiere das und freue mich natürlich, wenn sich jemand dann über diese Bauphasen freut. Und dann zeige ich die auch ganz gerne. Dieser Treibstofftank ist zu groß. Nehmen wir den. So, jetzt machen wir hier mal ein Triebwerk dran. Und zwar ein sehr, sehr günstiges. So. Wir haben ein ISP von 350 im Vakuum. 310, 305, 320, 345. Der Terrier, der ist auch sehr, sehr gut. So. Wie gesagt, je höher dieser ISP-Wert ist, umso mehr Delta V kriegen wir im Prinzip aus dieser Stufe raus. So, wir haben jetzt hier in der Atmosphäre auf normal 0 202 Meter pro Sekunde, aber wir stellen das mal aufs Vakuum um. Dann haben wir da schon 800 Meter pro Sekunde. Das reicht uns aber noch nicht ganz. Wir hätten hier gerne mehr Kraftstoffkapazität dran. Deswegen, wie machen wir das? Das mal auf Seite, das dahin. Einen etwas größeren Tank bitte. Zum Beispiel diesen hier. So, dann wären wir schon bei 1400 Delta V und wir hätten gerne noch ein paar Tanks an der Seite. So. Dann sind wir bei 2391 Delta V. Das sollte für eine kleinere Reise genügen. Wir haben ein Schubgewichtsverhältnis von 0,74. Das ist nicht toll, aber das reicht für unsere Zwecke vollkommen aus. Das ziehen wir nochmal runter, weil das bekommt noch ein bisschen Stromversorgung. Wobei, das können wir eigentlich hier oben machen. Elektriktrick. Das können wir nämlich hier so da dran flanschen. Und so ein bisschen Sachen ineinander glitschen. Finde ich vollkommen in Ordnung, das kann man mal machen. So, wir haben Photovoltaikanlagen. Da hätte ich gerne nur 4. Weil wir wollen noch ein bisschen Forschung mitnehmen. Wissenschaft. Wir wollen nämlich auf der einen Seite hier ein Thermometer haben. Wir wollen gegenüber davon ein Barometer haben. Dann hätten wir ganz gerne hier einmal einen mysteriösen Schleimbehälter. Und diesen leichten Abtastarm, den könnte man hier auch noch dran flanschen. So. Vorschau der Abtastreichweite. So, der kann hier mal so ein bisschen... Da glitscht er jetzt so ein bisschen rein, aber das ist, glaube ich, ganz okay. So, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir gucken mal, was der überhaupt macht. So, dieser leichte Abtastarm kann autonom auf den Oberflächen weit entfernter Planeten eingesetzt werden. Das heißt, der bringt uns hier an der Stelle eigentlich gar nichts, weil wir gehen nicht auf die Oberfläche. Mobiles Forschungslabor wäre dann was für eine Raumstation. Das werden wir dann umhun wahrscheinlich irgendwie noch realisieren. Aber jetzt machen wir erstmal die nächste Stufe. Das nächste Stüfchen. So. Da haben wir jetzt schon mal sehr, sehr viel Delta V und Reichweite gewonnen. Und jetzt nehmen wir einmal einen Treibstofftankadapter von mittel auf groß und von da auf ganz groß. Und dann nehmen wir noch mal ein paar heftige Tanks. 1 und 2. So, das sieht nach einer sehr, sehr guten Stufe aus. Und wir nehmen ein Triebwerk und zwar würde ich da ganz gerne nehmen den Skipper. So, hier gehen wir nochmal auf Meereshöhe, gucken uns an. Schubgewichtsverhältnis von 1,2, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Diese Stufe, die hat auch 3000 Delta V, das ist eigentlich sehr, sehr gut.
Das sieht fast aus, als würde es eine vernünftige Rakete werden. Ich bin fast schon ein bisschen enttäuscht. Gut, Kopplung. Radialentkoppler, da hätte ich gerne 4 Stück von. 1, 2, 3, 4. Zack. Die kommen dorthin. Dann machen wir Booster. Rückstoß. Diese vielleicht. Ja, die sehen eigentlich gut aus. Die geben uns auch nochmal einen gewaltigen Schub. Und das Ganze machen wir fest. Wo haben wir denn? Wir hatten doch, irgendwo war doch aerodynamische Bugnasen. 1, 2, 3, 4, zack. Das Ganze können wir strukturmäßig noch ein bisschen miteinander verbinden. Zack. Damit da nichts in die Hose geht. Und das passt auch soweit. Flügel. Die machen wir dahin. Zur Sicherheit. Und was wir vergessen haben, was wir hier oben ganz dringend noch benötigen, ist ein Reaction Wheel. Das ist das Kleine. Wir nehmen das hier. Das passt soweit. Genau, damit wir da ein bisschen besser uns manövrieren können. Ja, gefällt mir. Eine ganz simple Rakete eigentlich. So, da haben wir genug Schub. Das Ding ist zu schwer. Oh, crap. Das Ding ist zu schwer, weil... Ist das besser? Ja, 136 von 140 Tonnen. Das sollte für unsere Zwecke eigentlich ausreichen. So, wir konfigurieren unsere Crew. Wir hätten nämlich ganz gerne Jebediah als Pilot und dann hätten wir gerne noch Bob als Wissenschaftler dabei. Das sieht gut aus und das Ding nennen wir auf und davon. Speichern. Auf und davon. So, wir stellen das Ding, glaube ich, mal dezent auf die Startrampe. Und bevor wir jetzt starten, gucken wir uns mal an, wie das Ganze hier überhaupt aussieht. So, es wickelt nichts durch die Gegend, das ist gut. Und wir machen die Map auf und schauen uns jetzt mal an, wie die Konstellation unserer Himmelskörper ist. Und da sehen wir schon was. Wir haben hier Eve, wir haben da Duna. So. Grundsätzlich ist es so, Orbitalgeschwindigkeiten. Je kleiner ein Orbit ist, umso schneller bewegt sich das Ganze. Das heißt, wenn wir von hier nach Eve wollen, wäre es besser, wenn Eve hinter uns ist. Genauso ist es besser, wenn wir nach Duna wollen, dass Duna vor uns ist. Jetzt wollen wir gleich noch ein bisschen vorspulen, damit das Ganze einigermaßen passt. Und dann sollten wir eigentlich die Möglichkeit haben, nach Duna zu kommen. Weil logischerweise, wenn wir hier sind und Duna ist hier irgendwo, kämen wir zwar auch dahin, aber es würde länger dauern und wir bräuchten mehr Treibstoff dafür. Wir probieren einfach mal. Wir können ja immer noch spulen. So, wir machen einen Nachtstart. SAS ist an. Wir geben vollen Schub und starten. So, im Moment fliegen wir nur mit den Boostern. Lassen uns nach oben treiben. Wir sehen, dass Delta V von unserer unteren Stufe steigt, was sehr, sehr gut ist und was damit zusammenhängt, dass wir eine höhere Triebwerkseffizienz bekommen, je weiter wir aus der dicken Atmosphäre rauskommen. Und hier haben wir schon die ersten luftwiderständischen Effekte. Ich gebe dem mal ein Müh darüber, wenn es machbar ist. Jetzt fängt sich das Ding an zu drehen. Versuchen dem mal entgegenzuwirken. So,
So, ganz leicht gekippt haben wir es, das ist okay. So, weg mit den Boostern. Und wir starten unsere zweite Stufe. Und jetzt kippen wir das Ding mal leicht in den Orbit. So. Und das sieht schon nach einer relativ coolen Rakete aus, das hier. Das kann man nicht anders sagen. Gucken mal, wie sieht unser... Oh, wir können hier schon ausmachen. Wir haben nämlich jetzt schon eine Apoapsis von 192 Kilometern. Das heißt, wir lassen uns nach oben tragen. Wir sind jetzt schon im All, das ist ja der Wahnsinn. Was haben wir hier für eine Höllenrakete gebaut? So, weiter aufsteigen, bis wir bei 192 sind und dann können wir unseren Orbit aufziehen. Vielleicht schon mal so leicht in die Richtung schwenken. Ohne dass das zu sehr durch die Gegend zappelt und zuckelt. Sieht es elektrikmäßig aus. Elektrischen Strom haben wir noch genug. So. Und jetzt müssen wir einfach nur gucken, dass unsere Periapsis auf über 70 Kilometer geht, damit wir einen Orbit haben. Die Apoapsis klettert auch noch leicht. Kann hier mal genau auf den Horizont gehen, das ist okay so. Wunderschön. Also unsere Umlaufbahngeschwindigkeit steigt. Wir kriegen mit dieser Stage auf jeden Fall unseren Orbit komplett aufgezogen. Sagte er auf jeden Fall. Vielleicht nicht ganz. Ja, doch, sieht eigentlich gut aus. Eigentlich sieht es sehr, sehr gut aus. So, und da haben wir unseren Orbit. Lass den extra noch ein bisschen weiterlaufen. Okay. Hier haben wir noch 726 Meter pro Sekunde an Delta V. Und wir setzen Duna als Ziel. Da wollen wir nämlich hin. So, was wir jetzt machen wollen. Wir wollen natürlich etwas weiter raus. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Orbit. Wenn wir unseren Orbit vergrößern wollen, müssen wir Geschwindigkeit aufbauen. So, um Geschwindigkeit aufzubauen, wäre es gut, wenn wir in diese Richtung rausfliegen. Das heißt, ich würde jetzt hier ein Manöver hinzufügen und hier einfach mal raus beschleunigen. Ups. Was haben wir da? Hier hätten wir einen Gravity Assist. Hier hätten wir einmal eine Moon-Begegnung. Warte mal. Versuche das hier mal noch ein bisschen. So, wir wollen da hinten an der Stelle am Moon vorbei. Der hilft uns ein bisschen, baut uns ein bisschen Geschwindigkeit auf. So, wir könnten hier noch einen Tick runter. Oder? Wir versuchen das hier. So. Da hätten wir eine zweite Moon-Begegnung, wenn wir da vorbeifliegen. Aber wir wollen ja eigentlich, wollen wir raus. So, vielleicht kriegen wir aber trotzdem noch eine Moon-Begegnung hin. Nicht ganz. Okay. Wir lassen das mit der Moon-Begegnung mal sein und würden dann jetzt quasi hier orbitmäßig da schon quasi rausfliegen. So, jetzt zoomen wir weiter raus und gucken, wie sich der Orbit verändert.
Und da sehen wir schon, dass wir hier dann ein gutes Stück rauskommen. Ich würde jetzt hier noch ein bisschen mehr aufdrehen. So. Jetzt sehen wir, unser Ziel ist da, wenn wir hier sind. Das bedeutet, wir wollen eigentlich näher an Duna ran. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir lassen einfach mal die Zeit ein bisschen laufen und versuchen, näher an Duna ranzukommen. Und da haben wir das Problem, dass wir hier an der Stelle nicht komplett vorspulen können, sondern nur bis zu einem gewissen Punkt. Das heißt, wir drücken einmal F5, schnell speichern, drücken Escape und gehen in die Ortungsstation. Weil wir unter 200.000 Meter sind, können wir nicht schneller vorspulen, beziehungsweise nicht die volle Geschwindigkeit vorspulen. Hier gehen wir jetzt hin, spulen hier ein bisschen weiter vor und sehen, dass der Abstand zwischen Kerbin und Duna jetzt immer kleiner wird. Und dann gehen wir einmal auf Play. Was haben wir denn da? Moonrettung. Warum trödelt die Moonrettung da noch rum? Man weiß es nicht. Auf und davon fliegen wir jetzt. Und jetzt sollte die Konstellation ein bisschen besser sein. Wir gehen wieder auf die Karte, gucken wieder. Da sind wir doch relativ nah dran für knapp 1100 Delta V. Und das können wir jetzt noch ein bisschen nachkorrigieren, indem wir sagen, mach doch mal hier so in diese Richtung vielleicht. Ich glaube, wir setzen das hier mal wieder auf 0. So. Und man muss das auch nicht im ersten Anlauf schaffen, sondern man kann da ruhig mehrere Manöver fliegen. Das macht eigentlich immer ganz viel Sinn. Weil hier sind wir jetzt relativ nah dran. Das heißt, ich würde sagen, wir fliegen das Manöver einfach mal. Richten uns aus. Ich glaube, es ist rechtläufig. Und wir spulen einfach mal zum Manöver vor. Genau. So, und was wir jetzt sehen ist, wir müssen 1059 Meter pro Sekunde brennen. Das wäre eine Schubzeit von einer Minute 3. Und ich weiß nicht, ob man es im Video erkennen kann. Wir haben hier so eine kleine weiße Markierung drin. Die zeigt uns einfach nur an, dass wir da eine Stufe haben. Das heißt, wir haben hier nur 726 Meter pro Sekunde und müssten dann hier einmal stagen, quasi diese Stufe dann abwerfen, um dann dahin zu kommen, wo wir hin wollen. Und wir haben Zündung in 15 Sekunden. Ich würde jetzt schon starten. Einfach nur, weil wir sowieso mittendrin dann nochmal eine Korrektur fliegen werden. Außerdem ist unsere zweite Stufe durch ihr Schubgewichtsverhältnis dauert die ein bisschen länger. So, hier sind wir leer. Staging, Zündung. Und hier sehen wir schon, das hier dauert ein bisschen länger. So, ich werde die auch nicht komplett durchbrennen, sondern an einem gewissen Zeitpunkt dann einfach warten. So. Und dann schauen wir doch mal, was das hier wird. So. Und wie man hier sehen kann, die Delta V, die gehen sehr, sehr langsam nur runter. So, und dann schließen wir das hier ab und gucken noch mal, wie es denn auf der Karte aussieht. Okay, wir können noch mal ein bisschen brennen.
bis wir unseren Marker sehen. Da ist unser Marker. Okay. Und jetzt würde ich ganz gerne hier mittendrin irgendwo mal ein Manöver hinzufügen. Und dann können wir versuchen, das Ganze ein bisschen besser hinzubekommen, indem wir sagen, okay, hier an der Stelle gucken wir mal, was passiert, wenn wir in diese Richtung Schub geben. Dann kommen wir etwas näher ran, aber nicht wirklich viel. Hier kommen wir sehr viel besser zurecht. Halt, stopp. Wir sind hier nochmal ein bisschen zurück. Was wir hier annähern. So, da sind wir bei 813 Meter. Und wenn wir das Manöver hier an der Stelle einfach noch ein bisschen schieben, kommen wir immer näher ran. So. 439.000 Kilometer. Und das Mikro. Oh Gott. So, immer wieder ein Brummen drin. Sehr, sehr ärgerlich. So, wir gucken mal, ob wir hier noch was justieren können. Auch nicht so wirklich. Dann versuchen wir hier möglichst halt, stopp. Dann waren wir irgendwo unter 200.000. Oh. Und man muss halt sehr, sehr vorsichtig sein mit dem Mausrad. Also bei mir ist es zumindest so, dass er dazwischen drin immer heftige Sprünge macht. So. Jetzt versuchen wir hier an der Stelle noch näher ranzukommen. So. Da sind wir auf 178 Kilometer. Und dann, also 178.000. So, und über den Marker kriegen wir das Ganze noch ein bisschen kleiner, bis wir gleich einen Encounter haben. So, wir haben einen Encounter. Und jetzt können wir mit Tab den Fokus ändern. Und ich hätte gerne den Fokus auf Duna. Wenn wir jetzt reinzoomen, dann sehen wir hier schon so ungefähr, wo wir hinkommen. Jetzt kann ich hier an der Stelle ganz vorsichtig mit dem Mausrad gucken, in welche Richtung sich hier unser Marker bewegt. Und wir sind sehr, sehr vorsichtig mit dem Mausrad. So. Jetzt sind wir hier doch schon relativ nah dran. So, jetzt gehen wir hier nochmal ein Müh nach. Da. Und hier nochmal ein Müh nach unten. So. Hier kommen wir jetzt ziemlich äquatorial rein. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, dann ja, wir fliegen hier im Prinzip vorbei. Und beschleunigen hier quasi durch die Rotation von Duna noch mal ein bisschen. Cooler wäre es eigentlich, wenn wir sagen würden, wir gehen so rum. Weil, wenn wir dann rauszoomen, sehen wir, dass unser Orbit hier dann nach dieser Begegnung wieder ein bisschen kleiner wird und wir wieder so Richtung Kerbin kommen. Und das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen hier irgendwie so reinkommen, dass wir von der Duna-Oberfläche ein paar Bilder machen können, beziehungsweise oberhalb von Duna ein bisschen Forschung betreiben können und ja, das quasi dann wir schon mal ein bisschen Hilfe dabei bekommen, wieder nach Hause zu kommen. Wir brauchen für dieses Manöver jetzt 610 Meter pro Sekunde an Delta V und wir haben noch 1944, das heißt, wir haben ein bisschen Reserve. Das ist halt immer ein bisschen abhängig davon, was wir jetzt alles noch machen wollen.
Und wir richten uns jetzt aufs Manöver aus. Das ist hauptsächlich hier in Richtung Radial. Ich hoffe, es ist Radial. Radial oder Antiradial? Ich glaube, es ist Radial. Radical. So, wir sind schon bei 33 Minuten. Das ist ja der Wahnsinn. Schubzeit, Zündung in 20 Sekunden. Und dann sehen wir, dass wir jetzt hier eine Umlaufbahngeschwindigkeit von 10.000 Meter pro Sekunde haben, um die Sonne. Also um Kerbol. So. Wir fliegen jetzt hier unser Manöver. So. Wir kommen in die heiße Phase. Hier gehe ich jetzt ein bisschen runter mit dem Schub. So, und wir gucken uns mal an, wo wir hier sind. Unser Kurs. Ah, jetzt, ja, sehen wir. Unser Kurs hat sich dementsprechend verändert, dass wir jetzt eigentlich unten drunter durchfliegen. Jetzt machen wir mal ganz vorsichtig Folgendes. Wir können nämlich jetzt sehen, wie sich hier unsere Flugbahn verändert. Wir hier eine winzig kleine Korrektur fliegen. Zack. So in etwa. Und jetzt können wir hier nochmal ein bisschen korrigieren, dass wir ein bisschen dichter rankommen. Ich glaube mit der Richtung. Okay, jetzt haben wir einen ganz großen Vorteil. Jetzt kommen wir in den Einzugsbereich von Duna. Und auch in den Einzugsbereich von Eik. So, hier haben wir eine Periapsis von 171. Wir schalten nochmal ganz kurz aufs Raumschiff. Drosseln unser Triebwerk runter auf 10%. Und dann können wir hier nämlich noch ein bisschen... 88.000 und da kommen wir an Eik vorbei, der uns auch noch mal ein bisschen einen Stoß gibt. Und damit sieht das Ganze eigentlich schon sehr, sehr gut aus. Und wir gucken mal, wo wir sind, unser Manöver machend. Hier sehen wir jetzt gerade Duna und wir treffen uns da hinten. Also das dauert eine ganze Weile. F5 habe ich, glaube ich, schon gemacht, ne? Ja, ich glaube schon. Was wir jetzt machen, ist, wir spulen einmal vor bis zu diesem Punkt, wo wir hier in Richtung Duna kommen. Hier hervorspulen. So, und das Ganze zeigte mir jetzt an, 200 Tage und noch mehr. So, es sind nur noch wenige Tage und wir haben natürlich keine Mod dabei, die uns sowas wie Life Support oder sowas aufhalst, weil dann wird es nochmal richtig interessant, wenn die Kollegen, die hier unterwegs sind, dann auch sich Gedanken machen müssen über solche Sachen wie, wie bleibe ich am Leben und was esse ich eigentlich während so einem langen Flug. Aber solche Sachen, die ärgern uns momentan glücklicherweise nicht. So, wir beobachten mysteriösen Schleim. Hoch über Duna, Experiment behalten. Wir schauen uns den Frachtraum an. Hoch über Duna, Experiment behalten. Dann Druckdaten protokollieren, behalten. Und natürlich auch Temperatur protokollieren. Auch das wollen wir gerne behalten. So, das sind unsere Experimente. Ich hätte jetzt gerne Jebediah. Crew transferieren. Bitte mal hinten Platz nehmen. Und dann hätte ich gerne einmal von hier Crewkabine, Crew transferieren. Bob nach vorne, weil vorne ist nämlich der Ausgang. Bob Kerman macht eine EVA-Mission.
Der kann einmal bitte einen Eva-Bericht machen. Behalten. Und dann bitte einmal loslassen und RFS an. Halt, stopp. Wir wollen nämlich einmal hier in die Richtung treiben, um diese Experimente zurückzusetzen. Halt, stopp. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe das mit dem Manövrieren, hätte ich mir noch mal ein bisschen antrainieren sollen. Die letzte Aufnahme ist schon wieder ein bisschen was her. So, wir drücken einmal Ü, wechseln auf die Rakete. Und ich würde ganz gerne hier einmal... Hä? Oh Mann. Okay. Dann bitte hier einmal Daten sammeln. Daten entfernen und wiederherstellen. Jetzt macht er das wieder funktionsfähig. Dann hier bitte einmal Daten nehmen. Weil dann können wir diese Experimente nämlich öfter nutzen. Daten sammeln, jawohl, wiederherstellen. So, und dann hier nochmal Daten nehmen. So, jetzt versuchen wir wieder in die Kapsel reinzukommen. So, sind in der Kapsel drin. Und jetzt würde ich gerne hier an der Stelle einmal alle sammeln. Wir holen uns die ganzen Daten. Und dann schauen wir uns mal an, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt hoch über Duna und dann würde ich ganz gerne einmal nach hier hervorspulen. Und dann machen wir das Ganze doch nochmal. Besatzungsluke, Frachtraum ansehen. So. In der Nähe von Duna, das sind nämlich wieder andere Experimente, die uns nochmal mehr Punkte bringen. Wir machen einmal Temperaturscan. Wir machen einmal mysteriösen Schleim beobachten. Und einmal Druckdaten. Experiment behalten. Dann hätte ich gerne einen Crewbericht. Den haben wir leider beim letzten Mal vergessen. Dann hätte ich gerne einmal... Nee, wir steigen mit Bob aus. Eva. Leertaste, RFS an. Und dann machen wir das gleiche nochmal. Wir sammeln die Daten und setzen das wieder zurück. Daten sammeln, wiederherstellen, Daten nehmen. Daten nehmen. Und dann können wir wieder einsteigen. Wir machen noch einen Eva-Bericht. Jawohl. Und da ist es immer wichtig, dass das verschiedene Locations sind. Ne? Also ich kann nicht, sage ich mal, fünfmal dieselbe Forschung machen, sondern ich muss halt immer gucken, dass das Ganze immer einzigartig ist. Und wir gehen an Bord und sammeln auch hier wieder alle Daten. So, wir haben 11 Datensätze jetzt in unserem Lagermodul gespeichert. Dann spulen wir vor nach Ike. Hier vorspulen. Da kommt Ike angestiefelt. Ike ist ein relativ kleiner Mond.
eingeschränkte Crewsteuerung. Das liegt daran, dass wir hier an der Stelle einen Wissenschaftler als Piloten haben im Prinzip. So. Und wir gehen wiederum auf die Karte, machen einmal Frachtraum ansehen. Daten über Ike. Hoch über Ike. Dann machen wir einmal mysteriösen Schleim beobachten. Das ist halt alles repetitiv, aber bringt uns sehr, sehr viel Forschung. Temperatur protokollieren, jawohl. Druckdaten protokollieren, jawohl. Dann hätte ich gerne einmal einen Crewbericht. Und dann mit Bob einmal Eva-Mission. Eva bricht. Jawohl. Leertaste RFS an. Und wir setzen die Sachen wieder zurück. Daten sammeln, entfernen, wiederherstellen. Daten sammeln, entfernen, wiederherstellen. Und dann haben wir hier Daten nehmen von unserem Temperaturscan. Gehen nochmal auf die andere Seite, holen uns die Druckdaten und dann sind wir hier auch schon wieder soweit fertig. Daten nehmen. Wir schlawenzeln nochmal hier rüber. Und gehen mit B an Bord. Alle sammeln. Dann haben wir inzwischen 17 Datensätze. Gehen nochmal auf die Karte, beziehungsweise wir wollen noch ein bisschen näher an Ike ran. Das würde uns ganz gut zu Gesichte stehen, deswegen transferieren wir jetzt ganz kurz. Crew transferieren, Bob bitte hinten Platz nehmen. Und dann hier einmal Crew transferieren, Jebediah bitte hier Platz nehmen. Und wir gucken mal, ob wir hier manövermäßig was machen können, dass wir ein bisschen näher rankommen. Manöver hinzufügen. Ich würde sagen, Ike Periapsis, die geht hier runter. Sagen wir mal so auf unter 10 Kilometer. Machen wir so 4 Kilometer, das sollte in Ordnung sein. Das ist jetzt nochmal ein kleines Manöver. So, wir machen unseren Fokus auf Ike. Mit Tab kann man das immer ändern. Ja, das sieht ein bisschen gefährlich aus da. Wir wollen in Richtung Manöver. So. Und ich werde jetzt ganz vorsichtig das Ganze darüber ziehen. Wir haben auch alle Zeit der Welt. Sollte niemals in Stress verfallen in einer Weltraumsituation. Okay, ein bisschen schneller kann es schon gehen, indem wir hier an der Stelle ein bisschen mehr Schub geben. Wir sagen wir mal so, ja, paar 40%. Gehen hier wieder hin und geben nochmal Vollschub. So, und das Ganze geht jetzt ein bisschen besser. Und wir wollen unter knapp 10 Kilometer. So. Dann schrammen wir an der Oberfläche vorbei. Da kann man noch ein bisschen und dann spulen wir hier hervor. Und holen uns von diesem Felsen noch ein paar Daten. So. Und gucke an. Wir wollen jetzt hier an der Stelle Jebediah bitte dahin. Hier an der Stelle Crew transferieren. Halt, stopp. Bob bitte hier rüber.
So, und dann wollen wir hier an der Stelle den Frachtraum ansehen. Nehmen wir mysteriösen Schleim beobachten. In der Nähe von Ike, nehmen wir. Temperatur in der Nähe von Ike. Das ist halt immer wichtig, dass man sagt, in der Nähe von und hoch über. Das sind die zwei Daten überprüfen. Ja, behalten wir. Bitte nochmal eine EVA-Mission. EVA-Bericht. Auch den behalten wir. Loslassen. RFS. So. Und wir sammeln die Daten. Jo, stellen es wieder her. Daten nehmen. Daten sammeln. Also man kann mit einem Wissenschaftler halt die Daten von einem ganzen, von den ganzen wissenschaftlichen Instrumenten einsammeln. Man kann genauso gut hingehen und die über diesen Frachtcontainer für Forschungsdaten einsammeln, das geht auch. Und hier ist es halt so, weil wir die Experimente zurücksetzen wollen, müssen wir sowieso aussteigen und dann können wir das Ganze auch von Hand einsammeln. Wow. Vorsichtig, mein Freund. Nicht die Nerven verlieren. Bisschen zurück, bisschen nach oben. An Bord gehen. Ach, komm schon. Irgendwie hat er die Sicht jetzt geändert. Warum auch immer. Bisschen nach oben darfst du nach unten greifen und an Bord gehen. So, Behälter alle Daten sammeln. Und dann können wir die Crew wieder so machen, wie wir sie haben wollen. Zack, Crew transferieren, Jebediah Transfer nach vorne. Und wir haben noch gerade ja, so 10 Minuten. Das heißt, ich würde es tatsächlich jetzt durchziehen. Und schon mal hier ein Manöver planen, mit dem wir vielleicht wieder nach Hause kommen. Als Ziel setzen. Und dann gucken wir doch mal, ob wir hier nicht an der Stelle Manöver hinzufügen. Ja, das wäre beschleunigen. Wir wollen verzögern. So. Und das wäre jetzt ein ziemlich teures Manöver. Gucken mal, ob wir das an anderer Stelle vielleicht ein bisschen besser hinkriegen. So, und da würden wir nicht treffen. Gucken mal. Wir müssen halt gucken, dass wir jetzt irgendwie wieder nach Hause kommen. Wir zoomen mal noch ein bisschen rein. Wir können da hinten, können wir schon sehen, kürzeste Entfernung. Das wird halt irgendwie alles nicht besser. Okay. Dann nehmen wir das hier gerne nochmal raus. Gucken mal, ob wir das Manöver auf andere Weise irgendwie hinkriegen, dass wir hier rauskommen. Diese Richtung eher nicht. Das ist viel zu teuer. Null.
So. Wenn ich jetzt hier an der Stelle Manöver hinzufügen, sagen wir mal, wir würden hier hart bremsen. Hier würden wir jetzt so hart bremsen, dass wir eigentlich in der Umlaufbahn landen. Beziehungsweise. Bremsen hier ein bisschen ab. Ups, falsch. Gucken wir uns nochmal an, wie sich dann unsere Flugbahn verändert. Im Moment haben wir halt diese hier, ne? Manöver weg. Das können wir auch wegmachen. Wir haben ja noch einige Manöver drin. Das ist nicht gut. Gut, wir versuchen hier nochmal ein Manöver. So, was wir jetzt hier sehen, wenn wir jetzt hier an der Stelle einfach bremsen würden, dann wäre ein Ziel hier und unser, wir würden da hinten irgendwo aufschlagen. Das heißt, wir wollen das Ganze gerne noch ein bisschen rotieren lassen. Und zwar, dass wir ein Viertel mehr bekommen an. Beziehungsweise, dass wir ein Viertel näher an Körben rankommen. Weil dann würden wir nämlich hier relativ gut treffen mit 247 Meter pro Sekunde. Was sehr, sehr cool wäre. Jetzt können wir nochmal probieren. So, Manöver hinzufügen. Ah, das wäre beschleunigen. Das wäre jetzt nicht so produktiv. Eher so kontraproduktiv. So, sagen wir mal, wir würden hier sowas machen. Das ginge schon. Das ginge schon, das wäre aber sehr, sehr teuer. Jetzt machen wir hier mal 0 draus. 0, okay. So, dann nehmen wir dieses Manöver, schieben das mal woanders hin. Zum Beispiel hier. Dann können wir das Ganze ein bisschen kleiner machen. Geht es in die andere Richtung. Wie gesagt, also ich probiere da immer so ein bisschen rum. Manöver hinzufügen. Bis es irgendwann passt. So, und das sieht eigentlich ganz gut aus. Da hätten wir jetzt einen Encounter. Encounter bedeutet dann in dem Fall, hier kommen wir in den Orbit rein. Was der Nachteil ist, dass wir hier diesen einen Umlauf komplett machen müssen. Das heißt, wir spulen einmal zum Manöver vor. Und das ein Jahr und 145 Tage, bis wir da sind. So, und da wären wir wieder. 2 Jahre sind ins Land gegangen. Das ist das Gefährliche an der Raumfahrt. Wenn man sein Fenster verpasst, dann kann es Jahre dauern, bis wieder ein Fenster kommt, mit dem man arbeiten kann und in dem man irgendwie es schafft, nach Hause zu kommen. Wie in dem Fall jetzt, wir tappen einmal durch, bis wir auf und davon. Manöver 1, Moho, Eve, Gilly, Kerbin. So. Hier kommen wir relativ dicht dran vorbei. Das sieht gut aus. So, wir richten uns einmal aufs Manöver aus und geben einmal. Oh, müssen unser Triebwerk noch aufpumpen. Zip. So, jetzt haben wir nämlich auch Startzeit in 41 Sekunden, genau. Jetzt geben wir einmal Schub. Das können wir eigentlich jetzt schon machen. Volle Pulle! Volle Pulle, Hoshi. So. Jetzt
Jetzt müsste bald hier unser Marker kommen, der uns dann anzeigt, dass wir so langsam in diese Richtung hier kommen. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Aber bald kommt hier unsere Flugbahn, die sollte dann bald hier erscheinen. Und sobald wir die hier haben, können wir noch ein bisschen nachbrennen und noch ein bisschen nachkorrigieren, dass wir quasi direkt in die Atmosphäre eintauchen, weil da möchte ich ganz gerne drin bremsen. Was sich sehr, sehr gefährlich anhört. Wo sind wir? Warte mal. Das machen wir mal aus. Können wir das hier irgendwie sehen? Haben wir in die falsche Richtung gebrannt? Irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen mal ganz kurz auf Prograde. Ich glaube, wir haben unseren Encounter hier verpasst. So, hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Reduzieren mal. Achso. Ich bin sowieso auf minimalstem Schub. Jetzt sollte gleich hier eine Linie erscheinen. Die uns quasi unseren Encounter zeigt. Heute ein bisschen Überlänge. Aber ich glaube, das ist ganz interessant, da dran zu bleiben und spannend. Da kommt sie. So, und jetzt können wir nämlich versuchen, das Ganze noch ein bisschen nachzujustieren. Dann müssen wir nur noch ganz genau gucken, in welche Richtung sich alles bewegt. Das ist die falsche. Gehen wir nochmal in diese Richtung. Das ist leider auch die falsche. Da kommen wir doch näher. Zack, so sind wir schon relativ nah dran. So, und jetzt kommen wir wirklich in einen Bereich, wo wir sagen können, jetzt drosseln wir hier nochmal ein bisschen und zaubern das Ding direkt in die Atmosphäre. Das ist fast schon ein bisschen zu viel. Wir gehen hier auf 1% oder 0,5 und gehen hier nochmal auf rechtläufig und wir wollen gerne oberhalb 40 Kilometer sein. Oh, das war zu viel. Ja, 39 Kilometer. Wir machen mal einen Quick Save. Sicher ist sicher. Und wir spulen hier hervor. So, und da sind wir wieder. Es sind weitere anderthalb Jahre ins Land gegangen. Ja, solche Missionen dauern. Und ja, wir können einen Wiedereintritt versuchen. Wir drehen unseren Schub nochmal ganz nach oben, weil wir wollen an der Stelle hier ein bisschen einbremsen noch. Und wir würden einfach mal vorspulen. 50-fache Zeit und ich hoffe, dass wir nicht in der Atmosphäre verglühen, sondern ja, relativ gut durchkommen.
Wir haben noch 455 Meter pro Sekunde, die wir nutzen können, um hier noch ein bisschen Geschwindigkeit abzubauen. Und das machen wir auch, sobald wir in der Atmosphäre sind. Weil wir werden hier an der Stelle nochmal richtig schnell. 2000 Meter pro Sekunde, das ist immer noch eine Geschwindigkeit, die man in der Atmosphäre mit einem Hitzeschild gut abfangen kann. Aber wir wollen es natürlich nicht auf die Spitze treiben und zu viel riskieren. So, wir schauen uns an, was hier passiert, und wir sind schon auf rückläufig, das ist gut. Und jetzt sind wir in der Atmosphäre. Jetzt heißt es eigentlich nur noch den Sprithahn aufdrehen, und man sieht, wir sind hier auf 3400 Meter pro Sekunde, und das ist echt viel. Das heißt, das versuchen wir jetzt noch runter zu bremsen, bevor uns hier alles um die Ohren fliegt. Weil gerade diese Kraftstofftanks hier, die könnten uns sonst platzen. So, wir bremsen einmal durchs Triebwerk, bremsen einmal durch den Luftwiderstand, den wir jetzt schon haben. Und da sehen wir, dass sich hier schon Temperatur aufbaut. Und wenn dieser Balken hier voll ist, dann gibt es eine kleine Explosion. Hatten wir auch lange nicht mehr, ne? Überhitzung. Das Triebwerk ist überhitzt. Und wir nutzen das, was wir jetzt hier haben, erstmal als kleinen Puffer. Wir können uns immer noch lösen hier an der Stelle. Und wenn uns die Tanks um die Ohren fliegen, dann soll uns das auch gleich sein. Aber wir wollen natürlich hier weiter Geschwindigkeit abbauen. Erstmal noch in der oberen Atmosphäre. Wenn wir nachher in die dickere Atmosphäre kommen, dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir da sehr, sehr viel besser bremsen. Wir sind jetzt auf 2,9 runter. Das sieht eigentlich recht gut aus, finde ich. Und ihr wollt auch Explosionen, oder? Man hätte jetzt natürlich sowas versuchen können, wie wir versuchen, einen Orbit zu machen. Und kommen dann ein bisschen langsamer in die Atmosphäre. Aber hey, das ist keine echte Raumfahrt, das hier. Das ist nur eine Simulation. Man könnte versuchen, hier ein bisschen. Habe ich mir sagen lassen, wenn man das Raumschiff ein bisschen rotiert mit Q und E, überhitzen die Teile nicht so schnell. So, und wir sehen unsere Apoapsis, die klatscht runter. Und da sind wir jetzt gleich schon so, dass wir nicht nochmal aus der Atmosphäre rausfliegen, während unsere Geschwindigkeit immer weiter sinkt. Und wir noch nicht mal in der dicken Luftschicht sind. Wow, das war gerade irre. So. Und wir kommen definitiv runter. Das ist Fakt. Und es sieht schon irgendwie cool aus, das Ding, oder? So, wir sind jetzt quasi an unserer Apoapsis, beziehungsweise am höchsten Punkt. Wir fallen jetzt langsam. Im Moment fliegen wir noch parallel zur Oberfläche von Kerbin durch die Atmosphäre, bauen Geschwindigkeit ab, und wir sind unter 2000. Das heißt, wir sind eigentlich komplett sicher. Und wir sind noch nicht mal in der etwas dickeren Luftschicht. Jebediah sieht total begeistert aus. Bob sieht ebenfalls total begeistert aus. Ja, wir bringen das Ding runter, ne? Ich hoffe, die Fallschirme gehen auf. Gaspi-Musik nachmachen? Nicht? Okay. Sorry.
was gibt es Schöneres als ein Feuerball am Morgen? 3.37 Uhr. Knapp 4 Jahre nach Start. Und das ist halt eigentlich so das größte Problem an der Raumfahrt, dass alles einfach ewig lange dauert. Es wäre technisch überhaupt nicht das große Problem, irgendwie zum Mars zu fliegen, zum Jupiter zu fliegen. Das größte technische Problem, was wir haben, ist halt der Faktor Mensch. Oh, wir taumeln ein bisschen. Dann sollten wir jetzt abkoppeln. So, da hinten fliegt der Rest. Und hier verlieren wir unsere Geschwindigkeit. Das größte Problem ist halt wirklich der Faktor Mensch, weil der Mensch muss natürlich essen, der Mensch muss trinken. Das, was er isst und trinkt, kommt auch irgendwann wieder raus. Atmen ist auch so ein Ding. Und um das alles zu gewährleisten, braucht man halt unheimlich viel Ausrüstung, die man mitnehmen muss, was dann auch wieder zusätzliches Gewicht ist und so weiter und so fort. Und das ist halt die Krux an der Raumfahrt. Und halt der Effekt, dass je weiter man weg möchte, umso größer muss die Rakete sein. Und umso größer die Rakete ist, umso schwerer ist die und umso mehr Kraft braucht man, um die überhaupt ins All zu bekommen. Also das steigt halt je nach Nutzlast, steigt das halt exponentiell an, die Kraftstoffkosten, Treibstoffkosten, Delta V, die man braucht, um überhaupt in den Orbit zu kommen. Wenn man dann mal im Orbit ist, dann geht's. Aber man muss halt so ein Trümmer irgendwie erstmal ins All bekommen. Deswegen sind auch so solche Weltraumbahnhöfe, Weltraumhangar-Konzepte eigentlich eine coole Sache. Und wenn man dann sagt, okay, man baut den Kram eigentlich im Orbit erst zusammen und bringt Einzelteile nach oben, was sehr, sehr viel günstiger ist als große Teile. Und da öffnen sich unsere Fallschirme. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir jetzt gemacht haben, aber forschungstechnisch sollte uns das sehr, sehr weit nach vorne bringen. Wir gucken mal, ob wir Meilensteine, die ersten Meilensteine der Welt. 29.000, nochmal 20, nochmal 29, 13, 18, 26, 24, Vorbeiflug an der Sonne, 38, Umlaufbahn von der Sonne. Duna 44.000, Ike nochmal 44.000. Also wir haben für diese ganzen Sachen, die wir jetzt gemacht haben, haben wir unheimlich viel Geld bekommen, unheimlich viel Prestige. Und was wir jetzt letzten Endes auch noch bekommen, ist Forschung. Das heißt, wenn es irgendwo mal hapert, wenn es mangelt an Geld, an Forschungspunkten und so weiter, Forschung nicht unbedingt, aber Prestige, dann sucht euch einen Himmelskörper aus, den ihr noch nicht besucht habt, versucht da so viele Sachen wie möglich dort zu machen. Ein Crew-Transfer schon alleine bringt Geld. Das heißt, wenn ihr einfach nur in der Nähe von einem neuen Planeten seid und schiebt da die Crew von einer Kammer in die andere, bringt euch das bares Geld. Und das ist wirklich cool. So, da hinten sind die Trümmer von unserer Stufe. So, und jetzt können wir die Zeit mal ein bisschen beschleunigen, damit er hier dann tatsächlich auch mal auf dem Wasser aufsetzt. F5. Schnell speichern. So. Und damit kommen wir auf eine Aufnahmezeit von 1,5 Stunden. Ich werde gleich noch ein bisschen was schnippeln. So viel Zeit muss sein. So. Und so ein Video muss nicht 1,5 Stunden lang sein. Ich glaube, das gucken dann nicht mehr so viele Leute. Außerdem gibt es die ungeschnittene Variante dann ab Januar wieder im Livestream. Da mache ich im Moment ein bisschen Pause. Aufgedotzt. So, umgefallen und wir können einmal auf normale Geschwindigkeit und das Raumfahrzeug bergen. So, gebt mal einen Tipp ab, wie viel Forschung wir gesammelt haben. Ich berge in 3, 2, 1, jetzt.
Wow. Wow. Wir haben mit dieser Mission 1630 Forschungspunkte. Wir hatten vorher noch ein paar 50 und wir sind jetzt bei 1672 Forschungspunkten. Weil wir einfach sehr, 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 sehr viele Sachen gemacht haben. Eine sehr, sehr effiziente Mission. Und ja, die ganzen Daten haben wir mitgebracht. Teile haben wir wieder ein bisschen was nach Hause gebracht. Und Jebediah und Bob haben jeweils zwei Level dazu bekommen. Wir haben ein Gesamtansehen von 353 jetzt. Und wir haben 742.000 Knüppel an Geld. Und jetzt gehen wir einmal hin und verbessern unsere Startrampe. Gucken nochmal im Missionszentrum, ob die Mission noch da ist. Jawohl, baue eine neue Orbitalstation um Mun. Die werden wir dann in der nächsten Folge bauen. Und dann gucken wir mal, was wir mit unseren ganzen Forschungspunkten machen. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht. Das war eine coole Mission. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.